Aber wir warten jetzt die Zeit, die wir hätten draußen rumlaufen können. Und da hätten wir sogar was gesehen. Jetzt siehst du auch was. Ja. Jetzt siehst du, was du nicht siehst. Ich bin ja gleich wieder da. Gehst jetzt raus und kommst wieder rein, ja? Ja. Gut, nutze ich das mal gerade aus, Leute, und dann gucke ich mal eben gerade. Der Lust. Ah, er ist schon wieder drin. Okay. Ist erledigt. Wieso habe ich das Enttarngerät noch hier? Nee. Oh, ich gar nicht den Shit hier. Cyberneutralisator. Gefährtentanz brauche ich, ist ganz wichtig. Weil beim Einlocken steht er still. Und ich wollte einen kleinen Sprung machen, um zu versuchen wegzuspringen, aber dann ist er da genau da hängen geblieben. Also jetzt bewegst du dich wieder? Nein, ich logge mich gerade nochmal neu ein. Und jetzt einfach. Okay. Versuchen entweder das so zu machen. Ganz in Ruhe, was haben wir denn hier schönes? Ziele. Orten. Ach, das sind jetzt hier Eroberungen, die man machen kann. Gruppenfinder-Operation. Okay, gut, das ist jetzt für mich erstmal nicht relevant. Plantarische Eroberungsevents. Perfekt. Oh, cool. Fähre hat geklappt. Gilde haben wir nicht. Hey. Die 6 Minuten sind ja schnell vorbei. Okay. Oh, 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 oh. Auf einmal rennt ihr weiter, ja? Ja. Ich hab gesagt, jetzt geht's wieder. Ja. Okay. Du hörst es aber nicht zu. Schrecklich. Holger. Könnte sein, dass meine Jacke auch auf Arbeit dich immer inspiriert dazu, oder? Was? Meine Jacke dich inspiriert auf Arbeit fürs Piu Piu? Nee, ja so, deine Piu Piu Jacke, nee. So, so, ihr seid wieder da. Ihr habt gute Arbeit geleistet. Alle Daten sind unbeschädigt. Hat Sanyo euch erzählt, dass auf den Computern eine Liste imperialer Kollaborateure war? Ihr habt uns geholfen, die Verräter aufzudecken. Das ist die schlimmste Art von Abschaum. Ich hoffe, sie erhalten die gerechte Strafe. Das werden sie. So viel kann ich versprechen. Wisst ihr, ihr habt mich wirklich beeindruckt. Wir brauchen Hunderte wie euch. Aber stattdessen haben wir... Tja, wir haben Sanyo. Oh. Der hübsche Sanyo, der immer schon etwas zart beseitet war. Oh nein, wir können nicht mal die Antwortmöglichkeiten sehen. Ihr solltet gar nicht hier sein. Was? Was habe ich euch getan? Nichts. Es geht darum, was ihr mir angetan habt. Tut mir leid, ich hätte mich schon früher um ihn gekümmert. Aber ich dachte, ihr solltet dabei sein. Jetzt kann ich sie als Monster bezeichnen. Das ist doof. Mach mal. Nee, nee. Ich habe ihm nie vertraut. Ich habe ihn erwischt, wie er die Liste der Kollaborateure kopierte. Es war abzusehen. Zurück zum Geschäft. Ich brauche euch für einen Spezialauftrag. Was Doug Heffernan getötet? Schämlich. Kennt ihr unseren Anführer, den Grauen Stern? Normale Rekruten treffen ihn nie. Und dafür gibt es einen Grund. Der Graue Stern operiert aus dem Inneren der republikanischen Militärbasis heraus. Dieses Geheimnis wurde vom Imperium niemals entdeckt. Hm, jetzt schon. Ich verstehe nicht. Ich dachte, der Graue Stern wäre unabhängig. Der Graue Stern ist Balmoraner. Er kämpfte für Balmora gegen das Imperium. Er schloss sich den republikanischen Truppen an, weil er sonst nirgendwo hin konnte. Aber die Republik weiß nicht, dass einer ihrer Soldaten unser Anführer ist. Wenn sie es herausfinden, sperren sie ihn ein. Sie sind nicht unsere Freunde. Das werden sie nie sein. Ich kann euch noch folgen. Ich habe eine Nachricht vom Grauen Stern. Er glaubt, die Republik beobachtet ihn. Er hat beschlossen, sich uns anzuschließen. Wir müssen ihn aus der republikanischen Basis bei der balmoranischen Waffenfabrik evakuieren. Das heißt, ihr geht rein und holt ihn raus. Na klar. Wenn der Graue Stern frei ist... Was tue ich als nächstes? Wenn der Auftrag erledigt ist, taucht eine Weile unter.
Ich will euch nicht überstrapazieren. Der Graue Stern und ich richten einen neuen Unterschlupf ein und kontaktieren euch, wenn wir eine Aufgabe haben. Alles klar? Okay. Aber das ist jetzt wer mich betrügt, findet den Tod. Keine Sorge. Der Graue Stern will euch noch länger um sich herum haben. Das ist gut. Es wird ein langer Weg zur republikanischen Basis. Viel Glück. Und danke für alles, was ihr getan habt. Wo hätte das hinführen können, alles? Wo hätte was hinführen können? Ja, wenn wir das gemacht hätten, was Sanyu uns gesagt hatte. Vielleicht das gerade erst auf Lights Seite gespielt habe, könnte ich es dir sagen, aber das wird's bestimmt nicht. Oder willst du das wissen? Nö. Na, wir gucken mal, was draus wird. Okay. Wo müssen wir jetzt hin? Wo wollt ihr hin schon wieder? Das ist die Frage. Wir müssen jetzt nach der Sobrek. Was? Wir müssen jetzt nach Sobrek. Ja, die Quests abgeben. Also ganz am Anfang jetzt wieder, ja? Ja. Ja, du konntest sie theoretisch porten, aber ich werde auf jeden Fall fliegen, weil meine hat nur Abdenkzeit. Oh ja, jetzt, ich habe ja genau jetzt meine Quest dort. Zu Ihren Diensten, mein Lord. Und los geht's. Woo! Wer wohl als erstes da sein wird und wer als letztes. Ich nicht. Nee. Bei beiden. Da hinten liegt noch ein Läufer kaputt. Warum haben sie dem Ding hier drei Beine gegeben? Damit du dich drüber aufregen kannst. Wie soll das funktionieren? Keine Ahnung, hab ich mich auch schon gefragt. Naja, wie so ein Dreirad. Geht. Ja, nee, aber was hält denn dann das Ding, wenn der hintere nach vorne geht, wo nur ein Bein ist? Das geht ja nicht. Genau. Wenn das vorne war, glaube ich, oder wie auch immer, wenn das sich vorne nachzieht, eins, das geht ja nicht, dann steht er ja auf zwei. Warum bist du hier? Was hinter uns? Was war da? Was soll das? Hier, erst bei mir. Yeah. Das bist so ein Schummelschwein. Cheater an die Wand. Echt mal, ey. So. Ich stille meinen Hunger später, sagt Kemval. Den machen wir jetzt so fertig, den Typen, zurück, ne? Zurück, Sif! Ja! Ich sagte zurück! Warten wir mal ab. Und rührt mich nicht an. Ich weiß, was ihr getan habt. Wir hatten einen Agenten in diesem Außenposten und er hat alles berichtet. Ich sagte, ihr bekommt das Serum nicht, wenn ihr ihm nicht helft. Stattdessen habt ihr ihn umgebracht. Dieser Blick dazu, ne? Ihr wisst nicht, mit wem ihr es zu tun habt. Das war kaltblütiger Mord! Kaltblütiger Mord! Yeah! So Spaß MC! Gemacht, ihn zu töten. Bessica ist am Start! Um ehrlich zu sein, es war schon mal schöner. Ich wusste es! Ihr seid widerlich! Widerlich! Kemval? Futter! Bitte, sagt mir nur eines. Warum? Warum musstet ihr ihn töten? Wir haben Holoaufnahmen der Zelle. Die Steuerung war in Reichweite. Ihr hättet ihn befreien können. Und dann hättet ihr das Serum erhalten. Also warum? Ich wollte sehen, ob sein Blut hübsche Muster ergibt. Das hat er nicht verdient. Doch. Er war ein guter Junge. Ein guter Junge. Und euch ein Sith hat ich als sein gut bezeichnet. Leben anvertraut. Euer Gerede wird langsam langweilig. Ihr elendes, blutrünstiges Monstrum. Ich spring euch um. Ich töte euch. Euer Serum bekommt ihr nie. Weil ich euch töten werde. Der Typ hier. Oh! Dann komm mal rein hier. Komm, mach die Attacke. Los, rein da.
Das war ja ein scheiß Ableben von ihm. Ja, sein Sohn ist weg, ne? Was soll's? Ja. Da ist er doch selber schuld. Unter den Tisch gerutscht, ne? Oh, hier. Den Typen, den wir niedergeblitzt haben. Er hat davon gar nichts mitgekriegt. Nee. Er ist loyal, das interessiert ihn nicht. Er arbeitet. Naja, loyal. Loyal. Ja, umso weniger Deserteur. Ich habe euer Serum hier. Nun, vielleicht verdient der Major, was er bekommen hat. Wer weiß das schon. Aber es gibt keinen Grund, etwas Voreiliges zu tun. Ich brauche keinen Grund, um euch zu töten. Glaubt mir, ich verstehe euch. Ihr habt große Pläne und der Major war euch im Weg. Schön und gut. Die roten Ohren, also, wie böse ich gucke. Bitte nicht falsch, aber euer Plan ist kompletter Wahnsinn. Yeah, Nico, grüß dich. Euer Plan ist Wahnsinn, seid still, vielleicht habt ihr recht. Ist das nicht toll? Habe ich um Ratschläge gebeten? Na gut, dann nehmt das Serum, nehmt es. Ich habe mich genau an die Spezifikationen des Datenpads gehalten. Ihr seid bestimmt auf der richtigen Fährte. Das Serum soll euch gegen das hier. Zeug in der Kammer resistent machen. Der will doch Rache. Aber es besteht die Möglichkeit, dass das Serum euch umbringen wird. Ich meine, es wurde für Kolikoiden entwickelt, nicht für Menschen. Gebt mir einfach das Serum. Sofort. In Ordnung, bitte. Hier ist es. Es sind nur ein paar Dosen und, wie ich schon sagte, solltet ihr sie sparsam einsetzen. Ihr müsst an der Hauptbasis der Republik vorbei, um zur Kammer zu gelangen. Aber im Ernst, womit auch immer die Republik aufwartet, die Kolikoiden sind schlimmer. Bis jetzt nicht. Okay. Dann lebt wohl. Danke, Doktor. Aber ich habe keine Verwendung mehr für euch. Ich verstehe. Ihr wollt mich töten. Los doch. Ich sagte euch doch, ich fürchte den Tod nicht. Ja. Selbst aktualisierende. Achso, Technologie, im Wahl, mittlere Einflussgewinn, okay. Das war schön. Kann ich ihm das auch hier schon geben, das Geschenk? Ja. Ja? Will ich das nicht los? Hauptsache, er ist aktiv. Er ist hier aktiv und ich muss Rechtsklick machen, ja? Ja. Und du denn dann? Einfluss auf Level 9 erhöht, okay. Whatever. Ich muss mal irgendwie meinen Shit verkaufen hier. Das machen wir dann auch nachher. Aha. Wenn wir gleich rauskommen. Welche dunklen Geheimnisse soll ich teilen? Oh, Leiter Navigation Level 2. Hinfort. Plus 348. Wir sind jetzt, wir gehen jetzt zu den Kopfgeldjägern? Mhm. Jo. Okay, ich komme, ich komme, ich komme. Es ist ein Vogel, es ist ein Blitz, nein, es ist Maumann. Ja, genau. Ihr seid am Leben. Ey, fantastisch. Ich erhalte überall her Berichte über Angriffe der Kolikoiden. War das hier? Ja. Ich habe eurer Bezahlung einen großzügigen Bonus hinzugefügt. Colonel Zacius wird wahnsinnig werden. Sobald Zacius seines Postens enthoben ist, wird Admiral Ivernus sicherlich meinem Gesuch für eine Beförderung entsprechen. Der Plan ist perfekt, findet ihr nicht? Das wird nicht ausreichen, um den Admiral zu beeindrucken. Was meint ihr? Wie beeindruckt man einen Admiral? Wie sollte ich vorgehen? Versteckt euch nicht hinter Berichten und Gesuchen. Trefft ihn persönlich. Interessant. Ich darf ihm also nicht nur einen Namen für seine Entscheidung anbieten. Ich muss die Entscheidung selbst sein. Wenn sich die Lage hier nicht bessert, wird Admiral Ivernus sich selbst ein Bild machen wollen. Das wäre die Gelegenheit, um ihn zu treffen. Die Vizekanzlerin sieht aus wie voll auf Drogen, ey.
Es benötigt ein weiteres brillantes Manöver, um ein persönliches Treffen mit dem Admiral in die Wege zu leiten. Ich weiß genau, was zu tun ist. Der Schauspieler. Unsere Berichte weisen darauf hin, dass die Republik hier seit unserer Invasion Widerstandskämpfer in der Balmoranischen Waffenfabrik ausbildet. Dieser Abschaum der Republik ist so gut wie tot. So einfach ist das nicht. Wir dürfen ihr Versteck nicht zerstören, aber ich dachte, sonst hätten wir das schon lange getan. Müssen halt irgendwelche hochrangigen Ziele eliminieren. Der Colonel bekam Wind von einem geheimen Treffen zwischen den Anführern des Widerstands und einigen fremden Verbündeten. Seine Spione haben einen Peilsender an Bord der Kommandofähre der Widerstandsanführer angebracht. Ihr müsst diesen Sender entfernen. Kann ich mal einen Blaster benutzen? Die Festung des Widerstands, in der sich die Fähre befindet, wird schwer bewacht. Ich glaube, ihr werdet genug Unterhaltung finden. Ihr werdet den Peilsender von der Fähre entfernen und an einem Mülltransporter anbringen. Dann wird der Colonel mit seinen Kriegsschiffen eintreffen und nichts weiter als im Müll wühlende Agnauts vorfinden. Die Fähre befindet sich im Raumhafen der schwer bewachten Balmoranischen Waffenfabrik. Seid vorsichtig. Mietz, 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 mietz. Ja, ihre Stunde kommt auch noch. Ah ja, nun ist sehr gut. Sag doch gar nichts. Alles gut, alles cool. Achso, wir müssen jetzt nach Droida, ne? Ne, da waren wir ja als erstes, ne? Wir müssen jetzt nach... zum Müllfahrer. Erstmal was verkaufen. Ja, stimmt. Was ist denn hier, das ist eigentlich eine Bank? Schlüssel? Das ist eine Bank, ja. Was machst du da? Leiterhändler? Leiterhändler? Ja, gibt's einen Leiter. Gut. Du kannst auch Sachen verkaufen. Ja, bei den Modifikationshaini doch auch, ne? Ich ja, habe die beste Ausrüstung und die besten Preise. Bin ich hier eigentlich alles schon? Ja, ich weiß, aber jetzt bin ich hier. Weil, weiß ich auch nicht warum. Zerlegen kann man hier nicht, ne? Nicht so, ne. Eine Trophäe? Achso, Gefährten. Ja, okay. Weg. Weg. Für einen Fähigkeitshändler war hier unten nicht, ne? Ups. Also für die Ausrüstung dieses Flussmittel und sowas meine ich. Da ganz hinten auf der anderen Seite ist ein Crew Skill Trader. Was? Wenn du jetzt hier dran vorbeifliegst, da hinten. Viel Glück bei der Jagd. Flieg mal kurz rum. Ich komm hinterher, ich will auch mal gucken, was da hinten ist. Jo. Gucken. Da ist ein Lager, man kann auch überall reinlaufen, überall bestimmt coole Dinger da drin. Fähigkeitshändler, genau, den habe ich doch gesucht. Achso. Kann ich ein bisschen Zeug kaufen? Das mit den Crewfähigkeiten, wollen wir das gleich mal mitmachen hier bei mir? Ich habe aber nur einen. Der kann ja noch nichts. Das kommt andermal. Ja. Okay, das war's auch schon. Transporter? Mhm. Gut. Pucki, du kannst ruhig ein bisschen mehr reden, wenn du schon dir das... Ich muss jedes Mal überlegen, was du vorhaben könntest. Mhm. Das ist Teil des Spaßes, so. Sundari imperialer Außenposten oder wie auch immer. Reiserunde okay. Bestätigt. Sven, wo bleibst du denn? Ja. Hier. Und dann, wenn du hier vorbeifliegst, dann guck dir das Ding an und dann sag mir mal bitte, wie der sich weiter fortbewegt. Wenn du hier an dem Dreibein klar. vorbeikommst, ne? Ja. Mit ein bisschen ruckeln. Also ein bisschen ruckeln. Also die zwei Hinterbeine stellen und dann nach vorne fallen lassen, ja?
Wie so ein... Den schiebt er einfach nach vorne, dann rutscht er insgesamt nach vorne ein bisschen vor. Sind die anderen nach? Ja, keine Ahnung, das wird schon irgendwie gehen. Ja. Sonst Lukas wird sich schon was dabei gedacht haben. Ja. Ich glaube, das Ding ist hier dazu erfunden. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ob es den gegeben hat? Keine Ahnung. Denk nicht. Ich denke nicht. Na, also wenn man den hinteren zuerst macht, kann man mit den beiden anderen... Ja, doch, es könnte die... Ja, also die Kapsel oben drauf, das bewegt sich ordentlich hin und her. Guck mal, hier ist Lieutenant Cuisine und möchte uns was erzählen. Ja, das ist eine Nebenquest, eine kleine. Die wollen wir nicht nehmen? Nee. Schade. Wirklich schade. Aber hier ist was Gelbes hier hinten. Lilanes. Imperialer Bote. Ja. Das ist schon besser. Dann gucken wir mal. Halt! Halt! Ihr seid die Gruppe, die sich von Sobrik aus durchgeschlagen hat, oder? Nein. Der balmoranische Gouverneur schickt mich, um euch zu finden. Er erwartet eure Anwesenheit bei seiner Kriegskonferenz. Priorität Alpha. Eine Kriegskonferenz ist immer noch eine Konferenz. Ihr wisst wohl nicht, wer ich bin. Ich weiß nur, was im Holonetz von euch erzählt wird. Aber euer Zeitaufwand wird entlohnt werden. Der Rat der Sith hat einen Gesandten geschickt. Einen bedeutenden Sith-Lord, um sich persönlich über den Fortschritt der balmoranischen Besatzung zu informieren. Diese Konferenz bestimmt die nächsten Schritte der Bodenkampagne. Der Krieg wird sich hier entscheiden und der Gouverneur möchte eure fachmännische Einschätzung hören. Ich werde eurem Kriegsrat beiwohnen. Sorgt dafür, dass ich gebührend empfangen werde. Ja, gab's da nichts Dickes. Freigabe ist alles neutral antworten. Erteilt. Niemand wird euch Schwierigkeiten bereiten. Und da kam der Nummer 3 war, ihr wart alle inkompetent. Bei mir war bei 3, ihr sucht also Leute beim Geheimdienst. Der Gouverneur erwartet euch. Wenn ihr zu lange braucht, erwartet euch auch der Sith. Oh, jetzt müssen wir hier wieder runter. Ja, da hinten ist auch noch ein Gang runter. Nee. Nope. Hier ist der einzige.